Ihr Lieben, hier ist Jenny Solaria Delfini und ich möchte euch einfach noch etwas ganz Wichtiges auf eurem Weg mit diesem Kurzvideo mitgeben. Und dieses Kurzvideo heißt Die Entscheidung. Es ist jetzt so viele Jahrtausende, Jahrhunderte, ja Millionen, dass wir uns ja in Abhängigkeit in bestimmten Seelenanteilen hier auf der Erde von den Aschonten befinden, dass wir uns in Abhängigkeit davon befinden, in einer Matrix inkarnieren zu müssen, in die wir schon längst nicht mehr inkarnieren wollen. Alle, die das schon mal gedacht und gefühlt haben, dass sie eigentlich nichts mehr haben, was sie hier reizt auf dieser Erde, dass sie eigentlich nur noch hier weg wollen, nach Hause wollen, die berührt sind durch meine Meditationen und tiefen Entspannungen, wenn wir nach Hause reisen. Und dort einfach uns erinnern, wer wir wirklich sind und die Tränen kullern, alle diese sich innerlich wirklich einfach nur noch etwas sehnen, was man hier nicht mehr in Worte fassen kann, was man nicht mehr erahnen kann, wo wir überall herkommen und wie es überall ausgesehen hat, wo wir herkommen. Ja, alle diese Seelen, um die geht es. Für alle, die jetzt quasi sich sowieso wohlfühlen oder immer das Gefühl hatten, ja, hier auf der Erde ist doch alles schön und nett, dann habe ich halt das eine Leben, dann mache ich es mir wunderbar. Für die ist das dieses Video nicht so geeignet. Also, es geht darum, dein ganzes Leben lang und viele andere Inkarnationen vorher, dass die dunkle Seite in der Vergangenheit, in der Gegenwart und in der Zukunft deine Zeitlinien und auch deine Entscheidungen manipuliert und beeinflusst. Und zwar nicht durch Manipulationen, die sie dir bewusst, die sagen dir nicht klar ins Gesicht, hey, wir wollen eine Entscheidung von dir. Willst du weiter von uns geführt werden? Willst du weiter in unsere Matrix inkarnieren? Sondern sie würden das durch die Blume mit Agenten machen, die sie dir vorbeischicken, die dir bestimmte Fragen stellen. Bist du wirklich glücklich mit dem, was du gerade machst? Ja, wie zufrieden bist du jetzt auf deinem Weg mit deinem Leben, mit deinen alles, was du bisher erreicht hast, und willst du wirklich diesen Weg weitergehen? Das machen sie ganz subtil durch die Blume. Ja, also immer wieder, ich nehme jetzt mal ein Beispiel, immer wieder in den Seminaren wurde ich auch gefragt von den sogenannten Agenten. Diese Agenten sind nicht bewusst, sie sind sich nicht bewusst, dass sie ein Agent sind, sondern sie werden eingesetzt durch eine Geistführung. Das bedeutet, sie bekommen plötzlich Gedanken und Fragen, die sie dir dann stellen, die aber nicht von ihnen sind. Du merkst, dass das plötzlich etwas ganz Komisches zwischen euch ist. Es ist keine Herzverbindung zwischen euch, sondern tatsächlich eine metallische, harte Struktur, die jeder feinfühlige Mensch auch wahrnehmen kann. Und die Augen verändern sich auch bei so einer Frage. Ich habe immer im Seminar gesagt, jetzt stellt mir schon wieder ein Computer die Frage, weil immer wieder wurde ich auch gefragt, ja Jenny, bist du dir sicher bei deiner Aussage? Wie sicher bist du dir denn, dass die Engel dich wirklich aus deinem Vertrag gelassen haben, den du mit ihnen hattest? Oh, und wenn ich dann denke, oh ja, klar, könnte sein, dass sie immer noch mich hacken, ja? Und dass immer noch irgendwo ein Gefühl hast, ja, sie knacken dich noch an deiner kleinsten Schwäche, an der Stelle, wo du selbst nicht sicher bist, bin ich da wirklich klar in dem, was ich tue, ja? Und das ist ja, das eine bedingt ja das andere. Wenn du dich selbst quasi in Frage stellst und selbst das Gefühl hast, dass du nicht sicher bist, dann können sie das ja auch auf der anderen Seite mit einer Zustimmung dann verankern, weil du ja in die Ohnmacht gehst. Du gehst ja ohne Macht weiter über diesen kleinen Anteil in dir. Und so eine Suggestivfragen zum Beispiel, die ich jetzt eben gesagt habe, tun sie dir stellen. Und es geht jetzt gerade in dieser Endzeitphase, wo es auch auf der physischen Ebene um die Entscheidung deines Lebens geht. Es geht hier in der gesamten Masse der Welt um die Entscheidung, gehst du impfen oder nicht. Was ich schon in anderen Videos gesagt habe, was astral wirklich nur bedeutet, willst du weiter in einem Körper dienen und eine andere Geistführung haben? Willst du einen genetisch veränderten Körper haben, damit wir dich besser führen können? Oder möchtest du Krieg mit uns haben, deinen eigenen Weg gehen und ein schweres Leben vor dir haben? Das heißt, in dieser Matrix nicht mehr willkommen zu sein, auf Deutsch. Ich habe diese zwei Varianten. Und diese Entscheidung, die du dann hier auf der physischen Ebene triffst, die hat Folgen in allen weiteren multidimensionalen Wesensanteilen von dir. Die meisten Menschen denken, ja, das ist das Leben, dann ist es vorbei, dann ist es erledigt. Nein, was wäre, wenn es nach diesem Leben deine Hölle erst anfängt? Wenn die physische Ebene, die dritte Ebene,
die Basis ist für das Hochhaus, was du noch alles bist. Und ich kann in den letzten Jahren immer mehr beobachten, wie viele Menschen mega gut gestartet sind in diese Inkarnation. Sie haben viele hunderte Jahre vorher und auch in der Vergangenheit viele große Entscheidungen in ihrem Leben getroffen. Die haben Familien losgelassen, die haben Partner losgelassen, die haben ihre Jobs losgelassen. Die haben wirklich teilweise 99% ihres Lebens verändert, um ganz kleine Ansage zu machen, zu sagen, hey, ich will so nicht weitermachen, ich will nach Hause. Ja. Und dann läuft das vielleicht nicht so schnell, wie sie es gerne hätten. Oder es läuft doch nicht so, wie wir uns das ausmalen, wie wir weitergehen. Aber in der gleichen Zeit ist die Dunkelheit auch nicht schlafend. Sie wird also hellhörig bei allen, die jetzt schon große Veränderungen gemacht haben und fängt ganz in deinem Untergrund an zu arbeiten. Sie arbeitet an deinen Beta-Kanälen, sie arbeitet an deinem vergangenen Karma, sie arbeitet an deiner Ahnen- und Blutlinie, um Einstellungen in deinem Frequenzbereich vorzunehmen. Ja, und jede, unsere gesamte Aura ist ja im Grunde genommen die ganze Zeit ein musikalisches Musikstück, was in verschiedene Tönenlagen spielt und sie versuchen, die Musik zu verändern, um dass du dann irgendwann eines Morgens wach wirst und feststellst, ich habe eine ganz andere Pläne, ich höre jetzt eine andere Musik und so weiter. Sie können diese Resonanz, also Veränderungen in unserer Musik durch, hauptsächlich Verbindungen, Beziehungen, Entscheidungen, sogenannte kurzfristig neue Freundschaften, Abholfreundschaften, ja, Arbeitsverträge, Geldmangel, Existenzprobleme und so weiter von dir einfordern und viele andere Dinge auch, wenn sie dich einfach unter Druck setzen und sagen, pass auf, du kannst hier nicht gehen, wir haben zwei Kinder, wir sind verheiratet, wir haben hier eine Sicherheit, du kannst nicht gehen, gekauft, du bist gekauft. Ja. Und um das in dieser Phase 2022 tun zu können, hat man schon 10, 20 Jahre, vielleicht sogar seit deiner Kindheit an, mit Geschwistern oder Partnern, die dir früh begegnet sind, eine Vorlage geschaffen, nach der du dich entwickelt hast, um dir jetzt die Beine selbst zu stellen, um nicht rauszukommen. Entweder eine Eheschließung oder irgendwelche vertraglichen, man hat dich unter Vertrag gebracht, vielleicht einen Kreditvertrag bei der Bank, der dir gar nicht, ein Kreditvertrag bei der Bank zu haben, bedeutet auch gar nicht geistig frei zu sein, sich in der Seelenführung hineinzugehen. Es ist super schwer, aus einem Kreditvertrag rauszukommen, der physisch für dich nichtig ist. Der physisch bedeutet ja, irgendwann ist er abgezahlt oder auch nicht. Astral bedeutet da, die Gesamtsumme deiner Seelenführung liegt in den Händen der Bank und der Satanisten, die dahinter sind. Das heißt, du bist nicht frei, du bist gekauft. Und darum geht es ihnen. Sie kaufen dich für etwas, was du mit deinen physischen Augen nicht sehen kannst. Du denkst, du kriegst Geld von ihnen. Nein, sie wollen deinen Besitz. Du bist Besitz in der assurischen Hand, wenn du einen Kreditvertrag hast. Oder ähnliche Verträge wie Lebensversicherungen, Versicherungen überhaupt, ja, die eingreifen können später auf dich, Gesundheitsversicherung, Krankenversicherung und so weiter, die allerdings auch wirklich in einer höheren Summe abgeschlossen sein müssen. Ja, kleine Verträge und so weiter, hier eine Auslandsreisekrankenversicherung für 15 Euro, das hat keinen Wert. Aber ein bisschen, das ist ein ganz kleiner Anteil. Okay, zurück zum Thema. Sie versuchen die ganze Zeit über Zustimmungen und Verträge mit dir zu machen. Über auch geschickte Agenten, die sogar so den Anschein machen könnten, dass sie den gleichen Weg gehen, dass sie das gleiche Ziel haben. Aber ganz plötzlich über Nacht fällt denen dann plötzlich auch ein, dass sie den Weg gar nicht weitergehen wollen. Und dass sie ja dich jetzt auch fragen wollen, ob du nicht auch schon gefühlt hast, dass da ein Problemchen gibt und da ein Problemchen. Also sie fangen ganz langsam, Step by Step, subtil an, dich umzulenken. Das geht bis ins Detail. Und das Krasse ist, dass das, was ich jetzt hier sage, für die Betroffenen nicht wirklich mehr eine Hilfe sein kann. Weil in dem Moment, wo sie schon Kontakte mit sogenannten Agenten haben und denen gewisse Zustimmung gegeben haben, ob das jetzt ein gemeinsames Zusammenziehen, gemeinsame Gruppenbildungen oder was auch immer sie machen, gemeinsame Urlaube, wie auch immer, unter einem Dach zu ziehen, ist immer eine ganz krasse Bedeutung. Da müsst ihr wirklich wach sein. Beobachte wirklich, mit wem du unter einem Dach ziehst. Der hat die größte Macht über dich. Prüfe das bitte. Der hat astral mit seinem ganzen Koffer, den er mit sich trägt,
eine ganz große Macht über dich. Und ich empfehle dir, mit jedem, mit dem du zusammenziehst, ob das ein Partner ist, ob das eine WG ist, ob das deine Geschwister sind, die Vergangenheit desjenigen genau zu durchleuchten. Was hat er wirklich bezweckt mit seinem Dasein? Wo war er vorher? Hat er mit anderen schon mal zusammengelebt? Was ist mit denen passiert? Was sind die Früchte seines Handelns? Einfach genau anschauen, mit wem du es zu tun hast. Guck dir diese Person genau an. Das ist im Prinzip eine Ehe. Das ist eine Eheschließung. Das heißt, ihr bekommt unter einem Dach ein und dieselbe Geistführung. Und das ist wirklich die Frage mit allen Konsequenzen, mit allen karmischen Belastungen, die derjenige mitbringt, die übernimmst du zur Hälfte. Ob du die Schlüssel dafür hast oder nicht, sie zu lösen, spielt keine Rolle. Auf jeden Fall, wenn du keinen Schlüssel hast, wirst du sabotiert ab diesem Zeitpunkt, weil du blockiert wirst. Man kann sich also Blockaden selber einbauen, indem man mit Menschen immer mehr zu tun hat, denen man einfach nicht gewachsen ist, so in dem Sinne, ja, astral. Und ja, die es aber einem bequem machen. Diese Agenten lösen dich von etwas, sie erleichtern dich um etwas. Ja, also es gibt schon eine Win-Win-Situation, allerdings bist du immer meistens der Verlierer, wenn es sich um einen Agenten handelt. Ja, also sie versuchen dir in irgendeiner Form eine Entscheidung abzuringen, Step by Step. Und meine Botschaft hier mit diesem Sprachnachricht an euch ist, das genau zu prüfen, wenn du eine neue Entscheidung in diesem Jahr triffst, was auch immer es ist. Das fühlt sich ganz, ganz schwer an, wenn man eine Entscheidung trifft für die Unterwelt, wenn man astral schon dafür ausgestattet ist, weiterzureisen, in quasi nach innen. Es geht immer um das Ziehen wie ein Tauziehen von innen nach außen. Sie versuchen, dich in die Außenwelt zu zerren, obwohl du eigentlich den Weg nach innen angetreten bist. Sie versuchen, dich in die Probleme der Außenwelt zu zerren, obwohl du eigentlich ins Urvertrauen zurückgehen willst. Sie konfrontieren dich ganz permanent und penetrant mit dem Problem im Außen und sagen dir ganz klar, du kannst doch nicht einfach denken, dass nur wenn du nach innen gehen willst, dass deine Probleme sich von alleine auflösen. Das ist doch nicht real. Ja, schau die Realität an. Existenzprobleme wirst du haben, wenn du diesen Weg gehst und so weiter. Sie versuchen dich ganz stark mit den tiefsten Tiefen der Außenwelt zu konfrontieren, damit du nicht ins tiefste Innere zurückgehst. Und ich hoffe, ihr merkt schon, was ich jetzt sage. Je mehr du nämlich nach innen gehen willst und je größer der Sprung nach innen ist, je mehr versuchen sie dich aufs Abstellgleis zu bringen mit Problemen oder auch nicht Problemen. Man kann nicht mal an einem Problem ihre Arbeit erkennen. Sie können das ganz subtil machen, indem sie dich auf einen Spaziergang einladen, astral betrachtet, ja, und einfach mal eine Auszeit nehmen und mal prüfen, ob der Weg wirklich der richtige ist. Es gibt verschiedene Möglichkeiten, dich aufs Ausstellgleis zu bringen. Entweder mit einer ganz tiefen Konfrontation von der Außenwelt oder durch einen Urlaub oder wie auch immer. Ja, ich weiß nicht, ob ich alles rüberbringe, aber ich weiß, vertraue meinem Astralkörper, dass er euch zum richtigen Zeitpunkt diese Botschaften noch mitgibt. Und ich weiß, dass diese Botschaft, was ich jetzt sage, das ist etwas, was, wenn es dann soweit ist, kannst du es eh nicht mehr abhalten. Aber du hast es schon mal gehört und vielleicht hilft es dir, wenn es nur ein ganz kleiner Grashalm ist, das Ruder noch rumzureißen, wenn du jetzt schon auf einer Fehlentwicklung bist. Denn sie wollen für die nächsten Millionen Jahre deine Seele in Besitz erhalten. Das ist, also es geht hier um Seelenbesitz. Ja. Und wenn man nach vorne gegangen ist, wenn man einen ganz, ganz steilen Berg wie den Himalaya erklettert ist und man macht den letzten zwei Pickel rein, kurz bevor du dich oben über die Front ziehst und dann in Sicherheit wagst, ja, da ist es besonders steil. Und stell dir vor, einer ruft von ganz unten, hey, kannst du einen ganz kleinen Moment warten? Oder er verlangt von dir, dich länger in der Luft zu halten oder sogar einen Pickel nach unten zu machen oder zwei. Das würde kein Bergsteiger würde das machen, rückwärts gehen. Es geht nicht, wenn es zu steil ist, in dieser Phase rückwärts zu gehen. Dann passiert Folgendes. Wenn du es wagst, den Pickel nach unten zu machen, weil du sagst, ja, ich kann das, ich habe das schon tausendmal gemacht, das ist kein Problem, ich warte jetzt einfach auf jemanden und vielleicht nehme ich mir einfach jetzt gerade noch die Zeit, dann kann es sein, dass du abstürzt. Und das sind meine Beobachtungen, dass die meisten richtig, richtig krass weit nach unten geschleudert sind und dass sie sogar ins Dunkle gefallen sind und dass sie sich dann danach dazu hinreißen lassen, Menschen, die ihnen vorher gut getan haben auf ihrem Weg, die sie genau gespürt haben, die mit ihnen gearbeitet haben, die ihnen eine Hilfe waren, dann zu bestrafen, zu beschädigen, schlecht über sie zu denken, schlecht über sie zu reden. Nur,
weil sie in ihre eigene Dunkelheit gefallen sind und die Dunklen dann mit ihrem Astral- und Emotionalkörper machen können, was sie wollen. Sie sind nicht mehr, sie sind out of order, sie sind nicht mehr in Kontrolle ihrer Gefühle und ihrer Emotionen. Sie werden danach benutzt, weil sie nur eine kleine Entscheidung getroffen haben, sind sie zu 100% wieder in den Händen der Dunkelheit. Und all diese ganzen Prüfungen, die werden auf jede einzelne Seele hier in ihrer Endphase, wann auch immer die ist, vielleicht war die bei dir schon, vielleicht kommt die noch oder vielleicht ist sie gerade. Auf jeden Fall wird jeder von euch geprüft. Und auch ich wurde mehrfach geprüft. Und ich möchte noch mal ein Beispiel sagen. Die Entscheidungen belaufen sich allgemein dahingehend, dass du dich entweder für die Einheit entscheidest, also für das große Wir, oder für das Ich. Das Ich ist quasi Luzifer, sind die gefallenen Engel, es sind die Asuras, es ist das Bewusstsein der Trennung. Wenn du dich aber für das große Wir entscheidest und dem auch das Vertrauen gibst, dann kann das Wir auch erst aktiv werden für dich. Wenn du es aber in Frage stellst und ihm nicht vertraust und sagst, naja, wenn ich mich nicht absichern kann, wer soll mich dann sonst absichern? Dann hast du eine Entscheidung getroffen. Ja. Ich habe in all meinem Leben, ob das war schon in jungen Jahren so, nie meine Entscheidung für mich getroffen, interessanterweise, sondern immer die Frage mir gestellt, wem diene ich, wenn ich diese Entscheidung mache? Vielleicht hilft euch das. Wem diene ich wirklich? Und ob das, ja, ich habe wirklich, ich nehme es nur mal ein Beispiel, ich habe im Luxuskaufhaus von Europa gearbeitet, im größten Warenhaus Europas, mit Millionären, mit Milliardären, mit Scheichs, mit den Stars, auch aus dem Fußball, aus dem Business, aus dem Tennisbereich, aus dem Schauspielbereich, alles, was sich im Berlin-Zentrum rumgetrieben hat. Ja? Und ich habe ein mega gutes Geld als junges Mädchen schon verdient, sodass ich sogar meinen Urlaub kostenlos finanziert gekriegt habe in der Domrep und so weiter. Ich habe mit 21 mein erstes Traumhaus gehabt, weil ich eben, wie gesagt, eine Menge Geld verdient habe, aber auch in dieser Zeit meine Seele verkauft hatte. Ich habe dafür unter LED-Licht gestanden. Ich habe keine Natur gesehen, kein natürliches Sonnenlicht. Ich habe in Elektrosmog gearbeitet und bin bald gestorben da drin, seelisch betrachtet. Ich habe was vermisst und ich habe vermisst in den Augen der Reichen und in den Stars, dass ich ihr Herz und ihre Seele mit irgendetwas berühren konnte. Ich war einfach nur ein Geschäft. Es war einfach ein Geschäft. Ich habe gutes Geld bekommen, hatte mit coolen Leuten zu tun, die ich wirklich sehr gerne hatte, hatte meine Stammkunden. Ich war eine Persönlichkeit. Und ja, ich hätte das noch ewig weitermachen können. Wir haben intern immer im Haus gesagt, ja, das ist der goldene Käfig und aus dem kommst du nicht mehr raus, weil sie dich gekauft haben. Und ich will jetzt auch nicht sagen, dass das ein Vertrag mit den Juden war. Aber man muss schon auf die Geschäftsführung schauen, wem gehört denn dieses ganze Haus. Und ich hatte über einen Arbeitsvertrag, einen Seelenvertrag mit den ganz, ganz Dunklen. Und ja, meine Mutter ruft mich eines Tages an. Sie hat einen ganz kleinen Laden, was heißt klein, auch schon recht groß, allerdings vielleicht vom Verhältnis her, dass ich ein Viertel von dem verdient hätte, was ich bisher an laufenden Unkosten hatte, und sagt, sie hat Bandscheibenschmerzen. Sie kann den Laden, den sie 20 Jahre aufgebaut hat, nicht weiter aufrechterhalten. Sie traut es niemand anderen zu, außer mir, den zu übernehmen, weil ich eben die Ausbildung habe, mit Bestnote abgeschlossen, bla bla bla. Und ja, und ich hatte die Wahl zwischen Geld, Ruhm, Anerkennung und extremer Karriere als junger Mensch oder in den kleinen Lottoladen, Postagentur, Schreibwaren einzusteigen, jeden Tag mit Omis zu tun zu haben, mit Leuten, die dir alles ausjammern am Tresen, weil sie niemanden sonst haben, über den sie reden, mit dem sie reden können, und deiner Mutter zu helfen, die Leben gegeben hat in diesen kleinen Laden, die ihre Seele da drin gegeben hat, damit das funktioniert und damit sie anderen Menschen helfen kann. Und ich habe mich für diesen kleinen Laden entschieden. Ich habe gekündigt, das hat nicht lange gedauert, ich habe nicht lange gefunden mit mir, 2, 3 Fragen, und ich habe gesagt, ich entscheide mich, einer Seele zu helfen, die ihre Seele gegeben hat, diese Energie nicht mit Füßen zu treten, sondern sie zu respektieren, sie zu achten und daraus was zu machen. Ich habe es als Basis genommen und hatte bereits Pläne, wie ich das Ding ein bisschen größer werden lasse. Ja. Unabhängig davon, eine Woche später lief mir mein Traummann im Laden unterwegs, also vorüber, der eine Ecke weiter gewohnt hat, was ich bis zu diesem Zeitpunkt gar nicht gewusst habe. Ja, das ist der Timmy, den ihr heute kennt, mit dem ich jetzt fast 20 Jahre zusammen bin. Ja, der mein Leben verändert hat, der euer Leben verändert hat, sonst gäbe es Jenny Solaria Delfini nicht. Ja, und
all diese kleinen Entscheidungen, die in dem Moment aber eine große für mich waren, wo jeder sich die Hände über den Kopf steckt und sagt, Jenny, wieso hast du das gemacht? Wieso hast du dein funktionierendes Leben für etwas aufgegeben, wo du weißt, dass diese kleinen Läden irgendwann aufgekauft werden und von den Großen platt gemacht werden? Ich kenne das, ich habe Marktwirtschaft studiert, damals zu diesem Zeitpunkt. Und ich wusste das wann. Ich habe gesagt, ich mache es trotzdem. Für meine Mutter. Und ich habe mich nie für das Ich entschieden, sondern immer für jemanden anderen. Das zieht sich wie ein Faden durch mein Leben. Ich will jetzt hier nicht angeben oder schleimen, sondern ich brauche ein Beispiel, woran ihr ausmachen könnt, wann bei euch die Prüfungen und die Entscheidungen in eurem Leben abverlangt wurden, euch für das eine oder für das andere zu entscheiden. Und das wird nicht nur einmal gefragt worden sein, das wird regelmäßig gefragt. Entscheidest du dich wieder für das Ich? Ja? Zum Beispiel das nächste. Ich gebe hier Gemüse, also Biogemüse in Costa Rica aus, weil hier ganz, ganz viel gespritzt wird. Und ich reiß mir wirklich den Arsch dafür auf, dass das funktioniert. Bei den klimatischen Bedingungen ist es hier nicht so einfach, Biogemüse anzubieten, damit einfach die Indinas, die hier sind, nicht von Geimpften und auch nicht gentechnisch oder bespritztes chemikalisches Gemüse bekommen. Es ist nicht leicht, diesem gerecht zu werden. Es erfordert total viel Zeit, Verzicht auf dein eigenes Leben und am Ende springen 80 Cent für dich bei raus. Das sind hier 500 Colones oder 1 Euro. Sagen wir, 1 Euro springt vielleicht für dich raus. Ja, also so, dass du gerade so die Kosten von dir selber und von den Unkosten des Investierten halt decken kannst und dem Land, was du gekauft hast, dafür, was du jedes Jahr auch noch mit Steuern bezahlen musst. Ja, und ich habe trotzdem gesagt, okay, ich mache keinen Gewinn, ich mache sogar Verlust, aber ich entscheide mich für das Wir. Ich mache das für uns, weil ich möchte nicht, dass sie diesen Fraß hier essen. Ich möchte, dass sie sich, wenn ich schon energetisch mit ihnen arbeite, dass sie auch eine Basis haben, um sich energetisch sauber weiterzuentwickeln. Was nützt ihnen das, wenn die jedes Mal den Impfstoff im Körper haben? Ja, weil sie eben dieses Gemüse von einem Geimpften geholt haben. Also das war das Ziel und zwar der Start, hier in Costa Rica überhaupt mit dem Gemüseanbau zu beginnen. Das ist wieder ein Beispiel, dass sich jeder fragt, Jenny, für 1 Euro, warum reißt du den Arsch auf? Das sind 20 Euro in der Woche und du stehst aber 30, 40 Stunden, weiß ich nicht immer mal, ob du sprengst oder gießt. Du hast jedenfalls immer irgendetwas mit diesem Garten zu tun, ob das Ameisen sind, die du wegmachen musst, den Salat runterfressen, ja. Kann man sich aufteilen mit mehreren Familienmitgliedern, das stimmt, aber es macht Arbeit. Und es ergibt keinen Sinn, es ergibt physisch keinen Sinn, warum man das tut. Man hat aber das dringende Bedürfnis, man muss es einfach tun, ja. Wieder für das Wir entschieden. Und ja, mit diesem Video möchte ich dich einfach inspirieren, dir dein Leben gerade anzuschauen. Entscheidest du dich immer für das Ich oder entscheidest du dich für das Ihr? Und das ist die Entscheidung. Es geht in der gesamten Agenda, in der neuen Weltordnung, um diese deine Entscheidung, die für die nächste Inkarnation entscheidet. Bleibst du hier? Wirst du auf Erde 2 inkarnieren, so wie Dieter Bröss jedenfalls behauptet? Ja, wirst du ein weiteres Leben als Cyborg, als Hybrid, siehe Terminator, verbringen, wenn du inkarnierst? Also irgendwann wirst du wieder in einen Körper gepresst. Das tut ja sogar jeder Verstorbene. Jeder Geist ist in irgendeiner Materie hier. Ja. Oder bist du frei, beweglich und kannst dich nach dem Ableben dahin zurückbewegen, wo du eigentlich herkommst? Das hat mit der Summe deiner Entscheidungen in den letzten 5000 Jahren zu tun und wenn möglich sogar noch darüber hinaus. Ich kann es nicht genau beweisen, diese Zahlen. Das ist so ein Gefühl. Und es hat auch mit den vedischen Schriften zu tun, wenn ich mit was in Resonanz gehe, nicht zu 100%, aber zu Teilen von diesen Schriften, dann spüre ich, ja, das ist die Wahrheit. Ich spüre das mit meinem Bauch. Ja? Und das ist etwas, ja, was ich jetzt hiermit einfach mitteilen wollte, dass ihr da genau hinschauen solltet. Für was und für wen lässt du dich immer wieder hinreisen? Hast du einen Job, der einfach nur scheiße ist, der kotzt dich an? Du hast die schlimmsten Fleischfresser und Stinker und undankbarste Menschen vor dir und trotzdem stehst du jeden Morgen auf und du gehst mit deiner Seelenkraft dahin, weil du vielleicht diesen Ort transformieren sollst, weil du vielleicht Menschen erreichen sollst an diesem Ort, die noch eine Entscheidung zu treffen haben. Durch deine Aura können sie das tun. Ja, das ist auch nichts, wo man sich motivieren muss. Das ist ein Fakt, der einfach der Grund ist, warum du das tust. Dann hat sich eine Summe von deinem unbewussten Anteilen für die Einheit bereits entschieden und dann wird dir hier auf der physischen Ebene auch nichts weiter passieren, außer dass du ständig von Agenten geprüft wirst. Na,
Willst du dir das wirklich noch antun? Wie lange willst du dir das noch antun? Guck mal, du siehst ganz schlecht aus. Dir geht es überhaupt nicht gut. Du armes Mäuschen. Sie versuchen, dich in den Mangel zu bringen, damit du das auf gar keinen Fall weitermachst. Ja, also ich hoffe, die Botschaft ist angekommen und ich würde mich mega freuen, wenn ihr Fragen dazu habt, wenn ihr was nicht verstanden habt, wenn ihr Inspirationen habt und eigene Erfahrungen, bitte bei den Unbestimmten hier von Indina auf den Telegram-Gruppen einfach teilen. Bis gleich im Pura wieder aus Costa Rica.